Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um ein Handy, welches eine verdammt gute Preis-Leistung hat, und zwar das Realme X2 Pro. Was es kann, wo die Nachteile liegen und was es kostet, erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran und viel Spaß. Beginnen wir wie immer mit dem Lieferumfang. In der Verpackung gibt es neben dem Handy an sich ein Netzteil, das USB-C-Ladekabel, eine Hülle, die Anleitung und das SIM-Tool. Das Handy an sich bietet auf der Rückseite eine 64-Megapixel-Hauptkamera, die Videos in 4K 60fps aufnimmt. Die Innenkamera ist eine 16-Megapixel-Cam, welche für meinen Geschmack aber etwas zu blasse Fotos macht. Aber auch bei der Außenkamera hätte ich mir etwas mehr Sättigung und Kontrast gewünscht. Bei Nachtaufnahmen ist es auf einem guten Level, doch es kommt natürlich nicht an die Spitzenhandys ran. Aber das kann man für den Preis auch auf gar keinen Fall erwarten. Die Stabilisierung der Videos war auch recht gut. Ein großes Lob geht aber auch an den Porträtmodus raus, da dieser die Kanten in meinem Test echt gut erkennen konnte. Bei der Kantenerkennung schneidet das S10 teilweise sogar schlechter ab als das Realme, aber das ist auch immer vom Motiv abhängig. In meinem Fall war ich aber sehr positiv überrascht. In einem meiner letzten Videos habe ich ja gesagt, dass eine Full-HD-Auflösung okay ist, wenn der Hersteller im Gegenzug ein 90 oder ein 120 Hertz Display verbaut. Und das ist hier der Fall. Das Realme X2 Pro besitzt ein 90 Hertz Display, was die Benutzung natürlich super flüssig wirken lässt. Auch wenn wir preislich von einem Mittelklasse-Gerät reden, konnte ich bei der Benutzung keine Ruckler feststellen. Einfach gesagt, preislich Mittelklasse, technisch fast High-End. Es unterbietet die Konkurrenz deutlich, was den Preis angeht. Zudem ist es ein AMOLED-Display, wodurch die Farben natürlich auch ein echter Knaller sind. Und auch die Helligkeit ist super hell. Im Allgemeinen macht das Handy sehr viel richtig. Dual-Lautsprecher, 90 Hertz Display, Schnellladerfunktion, Fingerabdrucksensor im Display und noch viel mehr. Reden wir einmal über den Akku. Dieser hat 4000 mAh, was für 2 bis 3 Tage reichen sollte. Trotz 50 Watt Fast Charging hatte ich aber den Eindruck, dass es relativ lange geladen hat, zumindest wenn man es mit anderen Schnellladern getankt hat. Benutzt ihr allerdings das Originalladegerät, so wird das Ding in nur 30 Minuten vollgeballert. Nach Beschreibung benötigt ihr 35 Minuten, doch ich habe es sogar in 30 geschafft. Realme ist in dieser Hinsicht einfach so schnell auf der Überholspur unterwegs, dass ihnen derzeit niemand das Wasser reichen kann. Zum Vergleich, das OnePlus 7T hat es in 30 Minuten auf nur 60% geschafft. Ihr merkt also, Realme überholt nicht nur, sie sind schon längst am Ziel angekommen. Die Laufzeit des Realme war vollkommen ausreichend, da muss sich wirklich niemand Sorgen machen, dass er nicht durch einen Tag kommt. Abends geht er je nach Benutzung mit sogar bis zu 70% Akku ins Bett. Als Prozessor kommt der Snapdragon 855 Plus zum Einsatz mit einer Adreno 640 Grafikeinheit. Zudem gibt es 128 GB Speicher und 8 GB RAM. Der interne Speicher ist allerdings nicht erweiterbar, doch da wir sowieso schon 128 GB haben, ist das für mich kein Kritikpunkt. Immerhin ist es sogar UFS 3.0 Speicher, was so viel bedeutet wie, es gibt nicht nur super viel Speicher, sondern er ist auch super schnell. Das Design des X2 Pro ist einer meiner einzigen Kritikpunkte. Zwar ist die Farbe echt cool, doch meiner Meinung nach ist das Logo etwas seltsam platziert und es gibt keine abgerundeten Kanten. Apropos Farben, das Gerät ist in diesem Blauton und in einem Kristallweiß verfügbar. Kommen wir nochmal zurück auf die abgerundeten Kanten. Klar, das ist kein Muss, aber damit ein Handy auch zum Hingucker wird, muss sich der Hersteller doch irgendetwas Spezielles einfallen lassen. Zum Vergleich, das Xiaomi Mi Note 10 überzeugt durch eine auffällige Kamera und einer extrem schicken Rückseite und einer extrem schicken Vorderseite gemeinsam mit matten Gehäuserändern. Mein Fazit also, es bietet eine verdammt gute Preis-Leistung. Was das Realme für den vergleichsweise geringen Preis kann, ist der absolute Hammer. Wenn ihr es aber günstig ergattern wollt, dann schaut doch einfach mal in der Beschreibung vorbei, denn dort bekommt ihr das Gerät derzeit bei Trading Shenzhen zu einem verdammt guten Preis von nur knappen 400 Euro. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns bald wieder zum neuen Video. Macht's gut und bis bald.